Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Sims 4 und der Charaktererstellung von euren SSO-Charakteren. Ja, heute werden wieder drei neue Mädels einziehen und ich habe mir drei ausgesucht, die auch wirklich sehr, sehr hübsch wieder aussehen. Aber es gibt ja kaum irgendjemand, der nicht hübsch aussieht. Das ist der Vorteil bei Star Stable, finde ich. So, und wir wollen nun erstmal eine Dame erschaffen. Ja, ich werde erstmal wieder ein bisschen würfeln. Oh, ich glaube, die nehme ich direkt. Außer, dass ich da ein bisschen was ändere. Aber an sich so ist die Vorgabe jetzt bei der hier gar nicht so schlecht. Denn wir werden die Dame erstellen namens Leonie True Mother. So, die gute Leonie wird das hier werden. Und ja, wir müssen erst einmal auf jeden Fall die Hautfarbe ändern, denn sie ist doch etwas dunkler. Und nicht ganz so hell. Aber irgendwie geht es schon so ein bisschen in so einen gelblichen Stich rein, ne? Aber ja, das könnte einigermaßen passen, obwohl ich das fast gerne noch ein bisschen dunkler haben würde. Welches nehmen wir denn da? Es müsste diese sein, nur ein bisschen ins Gelbliche hinein. Aber ich glaube, ich werde die Hautfarbe hier lassen. Oder warte mal, Moment. Ich kann mich heute schon wieder nicht entscheiden. So, vielleicht doch lieber die. Nimm mir lieber die und dann schminken wir das schön. Okay. Die Augen finde ich nämlich so, wie sie jetzt hier sind, eigentlich ganz okay. Aber ja, genau, die sind nämlich noch ein bisschen besser hier. Und ich glaube, ich muss erstmal die Haare wegmachen und die ganzen Klamotten wegmachen, damit wir das ein bisschen besser ansehen können. Was hat sie denn noch so an? Weg damit und weg damit. So. Ja, sieht ja schon fast aus wie Leonie. Okay, dann wollen wir erstmal mit was beginne ich. Ich beginne mal wieder mit den Augen, denn die sind auf jeden Fall in Star Stable wieder ein bisschen größer und ein klitzekleines bisschen, ja, insgesamt auch unten ein kleines bisschen größer und oben ein kleines bisschen größer, aber trotzdem haben sie so diesen asiatischen Touch irgendwo, würde ich das gerne nennen, den ich sehr, sehr schön finde und der mir persönlich immer sehr gut gefällt. So, das sieht doch sehr schick aus. Aber sie hat blaue Augen. Deswegen bitte einmal blau. Hell oder dunkel? Hell oder dunkel? So mittelblau irgendwie, ne? Ja, ich finde... Ich glaube, ich würde das so lassen, aber die... Moment. Auf jeden Fall müssen die Pupillen noch ein bisschen größer. Beziehungsweise das Ganze muss noch ein bisschen größer. So vielleicht? Oh, das ist schon wieder zu groß, ne? Moment, ich hab's gleich. Konzentration. Ja, so ist es okay. Ich finde es immer ganz gut, wenn man unten noch ein bisschen weiß sieht, wenn man hochguckt, dann ist es einigermaßen realistisch auf jeden Fall. Ich hätte die gerne noch ein bisschen größer, die Augen, aber ich glaube, das ist schon, ja, das ist bei denen hier tatsächlich schon das Größte. Dann wollen wir das so lassen und ja, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Gute fertig ist. Heart, and I'll try to carry on again.
So, und fertig haben wir unsere Leonie. Ja, die Schuhe passen nicht so wirklich dazu, aber die passen vom Foto her ziemlich gut dazu. Und ja, generell passen die Schuhe eigentlich ja nicht so gut dazu, aber zum Pferdeoutfit und allem passt das natürlich wieder ganz gut. Also, ja, unsere Leonie eigentlich sehr, sehr hübsch geworden, finde ich. Mir fehlt ein bisschen das Augen-Make-up, muss ich sagen, aber mehr passt leider nicht, weil sie diese weiße Zeichnung hier hat, die ich übrigens im Spiel sehr cool finde. Und deswegen habe ich diese Zeichnung hier bei den Sims gemacht, weil es das Einzige ist, was so ungefähr andeuten könnte, dass das Ganze so ist. Ja, auch die Haarfarbe leider andersrum. Eigentlich hätte ich gerne das helle oben gehabt und das etwas dunklere unten, damit es so passt. Aber leider habe ich so etwas nicht. Deswegen so und ja, ich finde, es passt trotzdem sehr, sehr gut zusammen. Und ja, ich bin durchaus zufrieden. Ich habe die Hautfarbe übrigens doch nochmal geändert, weil irgendwie fehlt die richtige Hautfarbe. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall sehr hübsch. Die Lippen passen richtig gut, finde ich. Die sehen wirklich fast aus wie in Star Stable. Das Oberteil ist ein ganz klitzekleines bisschen anders, aber hat die gleiche Farbgebung. Von daher passt das Oberteil mit der Hose halt auch wirklich gut zusammen. Ja, ich hoffe, euch gefällt's und wir werden direkt erstmal mit der nächsten weitermachen. Die nächste, bitte. Bitte die nächste, nicht der nächste. Dankeschön. So, ich würfel mal wieder ein kleines bisschen. Das ist ja auch ein cooles Outfit. Hey, das Outfit gefällt mir, aber sie passt leider nicht zu dem Zweck, den ich jetzt gerade machen möchte. Okay, könntest du eventuell passen? Ich glaube, die ist schon ganz cool. Dann werden wir diese hier nehmen, diese nette Dame. Mal gucken, die Augen weg. Ja, das könnte man machen. Da könnte was draus werden auf jeden Fall. Denn die nächste wird sein die Lucy Lighthower. Da kann es sein, dass der Name falsch war, weil ich habe dahinter ein Ausrufezeichen. Da kann es sein, dass der Name mir ein bisschen falsch übermittelt worden ist. Das heißt, liebe Leonie, wenn du dich selber wieder erkennst, schreib mir einfach nochmal in die Kommentare, wie dein Name nochmal richtig war. Und ja, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal ändern. Vorerst heißt sie Lucy Lighthower, obwohl das eigentlich auch ganz gut passt, ne? Finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Okay, wir müssen erst das an der Hautfarbe machen, denn sie ist ziemlich, ziemlich hell. Dann nehmen wir direkt mal das Hellste. Und was wir erst einmal machen müssen, ist den Mund ein bisschen kleiner. Denn der ist hier ziemlich groß und ihrer ist dann doch eher ein bisschen klein. So, oder warte mal, ich kann auch direkt mal... Obwohl, nee, so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Guck mal, so ein bisschen lächelnd. Jetzt ist er ja schon insgesamt ein bisschen kleiner. Hier noch ein bisschen weniger. Das sieht doch ganz süß aus. Die Nase passt eigentlich auch schon fast gut. Die Nasenspitze müsste noch ein bisschen dünner noch sein. So, das ist schon gar nicht verkehrt, ne? Also ich finde ganz gut, die Sachen, die man vorher so auswählen kann, also die Sims, da passt das meistens echt richtig gut. Das wundert mich unglaublich. Und auch das, finde ich, passt schon richtig gut. Die Augen müssen natürlich noch ein bisschen geändert werden. Deswegen, ich habe sie jetzt, glaube ich, ein bisschen größer gemacht, ne? Sieht ein bisschen unheimlich aus. Deswegen werden die noch einmal ein bisschen größer gemacht. Haben wir da eine ganz besonders runde Augenform? Die ist schon nicht schlecht. Ah ja, mit der kann man bestimmt was machen. So. Oh, unheimlich. Ich mache es natürlich nicht ganz so groß wie in Star Stable, habe ich glaube ich schon die letzten Male gesagt. Weil wenn das wirklich so ist wie in Star Stable, dann ist es bei den Sims ein ganz klein bisschen unheimlich. Weil die dann doch ziemliche Alien-Augen haben. Deswegen lasse ich das dann immer ein bisschen realistischer. So, dann wollen wir nochmal weiter an der guten Leonie rumwerkeln. Klingt immer so fies, ne? Rumwerkeln. Aber was muss, das muss.
took my love and gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this heart. And I'll try to care. Da haben wir unsere Lucy. Ja, finde ich, passt auch sehr gut. Ich habe jetzt bewusst auf das gestreifte Oberteil verzichtet, weil ich es doch irgendwie passender finde, wenn sie da wirklich so ein kurzes hat, wie sie auch wirklich anhat auf dem Bild. Leider gibt es das nicht in gestreift, deswegen habe ich mich für dieses gelbe Teil entschieden mit der schwarzen Schleife drauf, die wieder zu den Handschuhen und der Hose passt. Und deswegen gefällt mir diese Kombination eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin durchaus zufrieden. Ich finde auch, die Haare passen richtig, richtig gut. Und ja, die Mütze passt nicht ganz so, finde ich. Aber das ist die einzige in der Farbe, die es gibt, die einigermaßen dazu passt. Es sieht jetzt nicht schlimm aus oder so. Ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Ja, ich würde es halt schöner finden, wenn es eine schwarze Mütze wäre. Aber das ist ja natürlich Geschmackssache. Und zum Glück sind die Geschmäcker ja sehr verschieden. Und mein Stuhl knackt hier schon wieder die ganze Zeit. Oh je, also wundert euch nicht, wenn dieses Geräusch mal zu hören ist. Das ist, wenn ich mich auf meinen Stuhl ab und zu mal bewege. Der ist leider nicht besonders toll, der Stuhl. Aber bequem. Das ist die Hauptsache. Ja, da haben wir unsere wunderschöne Lucy. Finde ich hier richtig schön geworden, wirklich. Ich bin auch ein echter Fan von diesem Oberteil jetzt, muss ich sagen. Mir gefällt das richtig gut. Und die Schuhe finde ich sowieso ziemlich cool. Die sind ja so bräunlich auf dem Bild. Und ja, jetzt sind halt kleine Kätzchen mit da drauf. Fand ich auch irgendwie zur Schleife total passend. Deswegen übernehme ich das direkt mal. Und wir machen auch schon die nächste und die letzte für heute. Guck mal, immer kommt ein Mann. Da wird gesagt, mach doch endlich mal einen Mann. Nee, geht leider nicht. So, wir machen direkt alles mal weg, weil die Haare, die sie da anhat, die gehen gerade auch gar nicht, leider. So, behalte ich sie direkt. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich direkt behalten, weil die Statur und so passt eigentlich ganz gut. Und die sehen ja auch schön aus in der Farbe, ne? Oh mein Gott, die Schuhe sind einfach toll. So, jetzt machen wir hier die letzte für heute, und zwar die Freya. Summer Moon. Auch ein toller Name, wie ich finde. Okay, die gute Freya. Was müssen wir erstmal machen? Warte, wir müssen erstmal alles wegmachen wieder. Es ist tatsächlich immer am besten, erstmal alles wegzumachen, damit man mehr hat. Das Bild ist leider sehr, sehr klein. Aber ich versuche trotzdem, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, sie hat nämlich relativ große Augen. Zumindest sieht es so aus. Moment, ich guck mal, ob ich ein... Oh, die sehen schön aus. Die sehen sehr, sehr schön aus. Die nehmen wir direkt mal. Und die Augenbrauen würde ich dann auch wieder ein bisschen kleiner machen, auf jeden Fall. Nicht so böse. Genau, ein bisschen weiter runter. Hier ein bisschen hoch, dann ist es ganz hübsch. So, das Ganze ein kleines bisschen heller. Sehr, sehr schön. Und die Nase muss natürlich auch wieder viel kleiner werden. Die Nasen in Star Stable sind halt relativ klein. Muss man ja schon zugeben. Hier, jetzt habe ich aus Versehen noch ihren Kopf kleiner gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. So, so, so. Und wieder ein bisschen breiter. So, schon viel schöner. Okay, das Ganze ein bisschen weiter raus, damit es auch wieder normal aussieht. Eine schöne Statur so, ne? Also mir gefällt das so auf den ersten Blick schon irgendwie ziemlich gut. Okay, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Till the quiet and the echoes.
It's your sleeve, but it won't keep me from this heart. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over. So, und schon haben wir unsere Freya fertig. Finde ich sogar am besten geworden heute von allen. Irgendwie habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Gesicht, das hat mir nicht so ganz gefallen. Aber dann, jetzt, gefällt es mir richtig gut. Ich glaube, das könnte tatsächlich eins meiner Lieblingsoutfits werden. Finde ich sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Mir gefällt es mega gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch einigermaßen gut. Und ja, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn die Haarfarbe noch ein kleines bisschen anders wäre. Ich könnte sie natürlich noch so machen, das würde ein bisschen besser passen. Allerdings sieht man dann den Übergang von etwas dunkel nach hell nicht ganz so gut wie bei diesen hier. Deswegen habe ich jetzt die hier gelassen. Bei den anderen ist es ja eher ein bisschen andersrum. Und ach, die Frisur gefällt mir insgesamt irgendwie schon richtig, richtig gut, muss ich sagen. Deswegen würde ich es jetzt so lassen, dass man zumindest den Übergang ein bisschen sieht von dunkel zu hell. Und ja, mir gefällt es, wie gesagt, wirklich richtig, richtig gut. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, diesen Charakter auch in den Sims zu spielen. Ja, das war's heute. Wir werden sie dann noch einziehen lassen. Und ja, dann sehen wir uns gleich noch einmal beim Einzug wieder. So, und da werden wir sie mal einziehen lassen, die drei Hübschen. Und zwar einmal hier in dieses Haus. Genau, ein sehr, sehr tolles Haus übrigens. Und da finden bestimmt auch noch ein paar mehr Platz. Ja, ich bin gespannt, wie die anderen dann werden, wenn es soweit ist, dass ich die anderen auch noch erstelle, denn ich habe so viele Bilder von euch bekommen. Und übrigens, wenn ihr erstellt werden möchtet, könnt ihr mir natürlich sehr gerne ein Foto schicken von euren SSO-Charakteren, aber bitte nur über Discord oder E-Mail. Über Instagram nehme ich es nicht mehr an, weil es einfach zu kompliziert ist, tatsächlich das zu kopieren, von Handy aus zu verschicken, nochmal auf meine E-Mail, von E-Mail dann wieder zu speichern. Und da das dann immer ziemlich viele werden, wird das ein richtiges Durcheinander und das ist nicht ganz so toll. Oh mein Gott, was ist das für ein cooler Tisch? Das ist ja unglaublich toll. Ich bin begeistert. Okay. Okay, die verstehen sich schon mal richtig, richtig gut. Sehr schön, was hat sie denn da? Frage von Lucy anhören. Okay, sehr schön. Sie, was macht sie hier? Was sind denn das für Geräte? Die kenne ich noch gar nicht. Also, es ist irgendein komischer PC. Moment, ich muss mal gerade gucken. Bestellung wird sich schon mehr. Irgendein Special-PC ist das. Also das Haus ist richtig cool. Da sind auch, glaube ich, genug Schlafplätze. Hier sind zwei. Ich gucke gerade mal, wie viele da noch einziehen können. Zwei, drei, vier. Fünf. Fünf sind es. Das heißt, es können noch welche einziehen. Ach, hier auch noch. Sechs Stück sogar. Oh mein Gott. Eigentlich alles Kinderzimmer. Da muss ich natürlich nochmal gucken, ob das Ganze auch wirklich Kinderbetten sind, beziehungsweise Erwachsenenbetten oder ob es Kinderbetten sind. Ich denke aber schon, dass es einigermaßen okay ist. Ein mega schönes Haus, ne? Also das könnte man direkt eigentlich so lassen, außer jetzt hier die Kinderspielecke, weil Kinder haben wir ja nicht, aber wer weiß, vielleicht kriegen die Mädels ja nochmal ein paar Kinder. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, ich bin schon jetzt sehr gespannt, wann wir diese Mädels im Let's Play kennenlernen werden. Was macht sie denn da? Tonformen. Ja, das ist sehr, sehr praktisch, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.